In diesem Video werde ich witzig aufnehmen. Let's go! Hallo und herzlich willkommen bei Filmagur S. So gehen Sachen. Ich heiße Akinas. Heute werde ich witzige Video aufnehmen. Also, ich werde irgendwas ich werde irgendwas machen, was Witziges, damit ihr was zu lachen habt. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich empfehlen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr das Video nicht mehr verpasst, nichts mehr verpasst. Ich würde sagen, let's go. So, guten Tag. Guten Tag, Herr Altintas. Sie sind bestimmt der Lehrer von meinem Sohn. Ganz genau. Setzen wir uns an einen Tisch. So, wie ist denn Ihr Name? Wie heißen? Ich heiße Maria. Ja. Und ich heiße Maria. Mama, ne? Und du heißt? Ja, ich kenne dich schon. Erste Klasse. Ich kenne dich schon, erste Klasse. Du heißt? Genau, Cola, pardon. So, ich habe sie gerufen, weil ihr Sohn sehr, sehr gute Noten hat. Deswegen habe ich sie hergerufen. Freunde, ein kleiner Hinweis. Wenn ihr Lehrer im Video habt, dann ein bisschen was Witziges machen. Wenn ihr ein Video dreht, dann werde ich bestimmt empfehlen, den Witz. Vielleicht könnt ihr witzige Videos machen. Damit Leute, die sich eure Videos ansehen, lachen. Also, ihr wisst ja, was ich meine. Heidi, weiter geht's. Freunde, nicht erschrecken, denn es wird gleich witzig, wie ich gleich spreche. So. Ihr Kind hat sehr, sehr gute Noten. Also Cola, du hast, also bei, fangen wir mit Deutsch an. Deutsch hat er ein 1 plus. Oh, das ist mein Junge. Das ist mein Junge, ja? Cola, du bist in der Schule gut geworden, Mann. Ja, Mutter, ich bin immer gut. Du bist hier geboren, du bist besser als in Deutsch. Jetzt mich? Ja, Mutter. So, Mathematik. Ja, was ist mit Mathematik? Da hat er eine 1 plus. Oh, mein Sohn, Walla, du wirst Profifußballer, Walla. Walla, Mutter, Walla, schwör. Englisch eine 1 minus, also wirklich sehr, sehr, sehr gute Note. Oh, ich mein Junge, du wirst bestimmt Fußballer sein. Na, jetzt kommen wir zu schlechten Noten. Schlechten Noten? Okay, die 3 sind schon mal gut. Also, bei Sport hat er eine 4 minus. Was? Ist nicht dein Ernst, oder? Mutter, ich kann es dir doch erklären. Nee, 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 nee. Zu Hause kannst du mir erklären. Nein, Walla. Walla. Ich dachte, du warst ein guter Fußballer, aber du hast einfach 4 Minus. Warum? Erklär mir jetzt. Ja, weil es so ist, ja? Was meinst du damit? Ich meine,
Weil du nicht gut mitgespielt hast bei Fußball. Du möchtest im Turnier sein, oder? Ja. Na also. Und jetzt? Bitte kommen Sie runter, Herr. Ach, Sickelklein. So, weiter schlecht. Biolo. Scheiß drauf. G. Und der? 5 plus. Mein Sohn! Warum ist das böse hier, ja? Mutter, ich kann's dir doch erklären. Psst! Psst! Wo jetzt? Sie sind im Klassenzimmer, ja? Sind Sie zu Hause dabei? Sind Sie zu Hause dabei mir? So. Bei Türkisch, wo wir ein bisschen Türkisch gelernt haben, hat er die schlimmste Note whenever. Beim Türkisch hat er leider 6 minus, muss ich sagen. Mein Sohn! Wie, ich habe 6 minus. So, bei Französisch hat er 6 plus. Mein Sohn, na warte, was ist mit dir? Was mache ich jetzt mit dir? Welchen Beruf möchtest du denn werden? Du möchtest Fußballer werden, oder nicht? Ja, Mutter. Ja, also, warum kannst du schlecht die Note, hä? So, und bei... Dienstag... Mathe hat er wieder, ja, 1 plus geschafft. Also heute Dienstag hat er 1 plus geschafft, mein Sohn. Du bist doch der Fußballer. Ich will, dass mein Sohn nur gute Note hat und nicht schlechte. Und Mittwoch, Deutsch. Also letzten Mittwoch hat er den ne? 2. Also wirklich sehr, sehr gut. Wallah, mein Sohn. Wenn du immer 6 kriegst, ne? Wallah, es gibt Ärger. Trotzdem kriegst du Ärger von mir. Aber Mutter, was habe ich jetzt gemacht? Psst, deine Fresse jetzt. Sie hält mal ihre Schnauze, ja? Ich muss sie konzentrieren. Halt die Klappe. So. Vor Banane. Ja. Ihr Sohn hatte am Freitag. In Mathe. Ne, 2 minus, also wirklich sehr, sehr gut. Mein Sohn, du hast 2 minus, ist doch gut. Ja, Mutter, du hattest schon mal 3 bekommen oder so. Oh, Cola, das hast du gut gesagt. Am Donnerstag bei Deutsch hattest du. Drei plus. Also mittelgut. Und voilà, es geht schon. Was mache ich jetzt mit dir, mein Sohn? Hä? Was mache ich jetzt mit dir, wenn du so schlechte Noten kriegst? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Weißt du nichts Deutsch oder was? Ja, aber du musst ja auch Deutsch lernen können, oder? Ich habe schon Deutsch gelernt. Bei Türkisch. Du bist Türke, oder? Ja, du bist Türke, mein Sohn. Du bist ein wirklich Türke. Und schreibst davon 6 minus? Was soll der Mist? Ja. Wo soll ich das wissen? Halt's Maul jetzt. Halt's Maul! Alle beide! Meine Fresse, ey.
So, und der Klasse musste also 10, also B 3 musste sein. T Klasse. Die Klasse hat ist dabei Beruf 3. So, B3. So. So, haben Sie mir irgendwas zu sagen? Was mache ich jetzt mit diesem Jungen hier? Ja, er bleibt hier in der Schule. Er geht nicht weg. Er bleibt hier. Und jetzt? Okay, er bleibt hier, aber warum? Warum müssen wir eigentlich nicht links? So. Ich sag das zum 23. Mal. Cola, ja? Wenn du in Türkisch ich nächste Woche wieder eine schlechte Note schreibst, dann sag ich deinem Vater und kriegst von mir richtig Ärger. Von uns beiden kriegst du richtige Schläge. Verstanden? Ja, Mutter, ich hab dich verstanden. Gut. Was soll der Mist jetzt? Der Mist ist, dass du hier Scheiße baust oder so. Was meine ich jetzt mit diesem Hurensohn? Keine Schimpfwörter hier, okay? Wie alt sind Ihr Sohn ist 16 und Sie sind 53 und bis gleich, Freunde. So, Sie sind 53, ne? Ja, genau. Und eine 53-jährige Mutter muss man trotzdem keine Kinder schlagen, okay? Ja, aber dieser Junge hat in Türkisch 6 Minus und das Schlimme ist in 6 Plus oder 5 Plus. Ich gebe ihm recht, ja. Und wenn Sie Probleme haben, dann rufen Sie doch einfach Polizei an, ja? Heute haben wir 1. Dezember 2019. Haben Sie überhaupt eine Maske? Warum haben Sie Maske auf? Hä? Ist Maskenpflicht hier? Sie ziehen sofort Ihre Maske ab. Sofort! Ich bin Ärztin und jetzt? Ach stimmt, Sie sind Ärztin, genau. Gestern war der 30. November. Um morgen. Morgen, 2.12.2019, will ich, dass du in türkischer Sprache beim Türkisch lernen gut bist. Verstanden? Ja, du bist auch mein liebes türkischer Lehrer. Ja, das bin ich gern. Und das Schöne ist, dass ihr weiter das. Und am 3. Dezember. Will ich, dass du brav bist. Möchte ich nichts von dir hören, okay? Hast du mich verstanden? Okay, ich hab dich verstanden. Am 13. Dezember 2019. Elterngespräch. Ach nein, stimmt. Mein Sohn, wir haben leider am 13. Dezember 2019 an einem Freitag Dings Elterngespräch. Dein Vater. So, nicht vergessen, ich soll um 9.15 Uhr
da sein, okay? Gut. Dann schönen Tag noch. Tschüss. Freunde, ich würde sagen, ja, ich sehe euch auf dich nächstes Mal und ich würde sagen, tschüss.